anfangen, dann bitte ich den Oberarzt Dr. Linnert, dass er uns über die Möglichkeiten, über die medizinischen Möglichkeiten so berichtet, bevor man eine Wirbelsäule operiert. Operieren kann jeder mit großen oder mit kleinen Schritten. Bitte, Herr Linnert. Vielen Dank, Herr Professor, für die einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wie schon gehört, ist meine Aufgabe, erstmal Ihnen ein paar Fakten und die konservative Behandlung der Wirbelsäule, insbesondere die interventionelle Schmerztherapie und die multimodale Schmerztherapie, zu nahezubringen. Beginnen wir mal mit ein paar Zahlen und ein paar Fakten zum Rückenschmerz. Wenn man den Barmer Gesundheitsreport von 2016 nimmt, sieht man, dass 85% aller Menschen in Deutschland einmal in ihrem Leben derartig Rückenschmerzen haben. Dass sie medizinische Hilfe, also ärztliche Hilfe brauchen. 15% aller Fehltage von Krankschreibungen, man sieht, was das für eine große Menge ist. Und insgesamt, um das zusammenzufassen, haben wir fast 50 Milliarden Euro direkte Kosten pro Jahr. Das entspricht ungefähr 2,2% des Bruttoinlandproduktes. Wenn wir das uns mal betrachten, sehen wir, was für eine hohe sozioökonomische und auch medizinische Bedeutung der Rückenschmerz hat. Gehen wir mal in die Tagespresse und gucken, was in der Tagespresse steht. Hier zum Beispiel aus der Rheinischen Post: Bandscheibenvorfall lässt sich ohne Operation behandeln. Es wird zu viel operiert, aufs Kreuz gelegt, die überflüssige Operation. Wir merken, dass in den letzten Jahren gerade auch das Thema Rückenschmerz und Behandlungsverfahren immer mehr auch in der Tagespresse zum Thema werden. Was sind überhaupt die Ursachen zur Operation an der Wirbelsäule? Wir kennen das alles. Es gibt viele Unfälle, Entzündungen, angeborene Sachen. Nimmt man aber hier mal die Statistik aus dem Spine Tango Report, sieht man, dass über 80% der Ursachen für Operationen degenerative Erkrankungen sind. Das heißt hier Bandscheibenvorfall und Spinalkanalstenose. Alle anderen verteilen sich auf mehr sogenannte Notfälle wie Unfälle zum Beispiel. Gehen wir weiter und schauen mal, was die Literatur zeigt. In dem PubMed, hier wird verglichen zwischen Operationen, konservativen Behandlungen. Wie sind die Outcomes nach operativen Behandlungen? Wie sind die Outcomes überhaupt? Man sieht hier, dass es auch hier kontroverse Ergebnisse gibt. Operation ist besser, konservative Behandlung ist besser, langfristig ist alles gleich. Kommen wir zu Komplikationen von Operationen. Diese sind leider nicht mehr zu diskutieren. Und hier auch nochmal aus dem Spine Tango Report sieht man, dass eine Menge Komplikationen auftreten können. In der Literatur werden hier Raten von bis zu 20% beschrieben. Vermehrt im unteren Bereich der Wirbelsäule, also Thorakal insbesondere, Lumbar und vor allem bei älteren Patienten. Leider Gottes gibt es hier keine einheitliche Definition der Komplikationen, kein zentrales Register, das sozusagen verlässliche Daten nicht zu erheben sind. Überlegen wir uns überhaupt erstmal, wie kommt es zur Degeneration? Nehmen wir die Bandscheibe einmal hier, muss man sagen, besteht die Bandscheibe eigentlich aus drei wichtigen oder vier wichtigen Bereichen. Das ist einmal der Annulus fibrosus, der Bandscheibenring, der Bandscheibenkern und die angrenzenden End-, Rund- und Deckplatten, die Endplatten. Und die Bandscheibe ist das größte nicht durchblutete menschliche Organ. Das heißt, die komplette Ernährung der Bandscheibe findet durch Diffusion und Osmose statt. Das heißt, wir haben nicht wie in anderen Organen eine gute Durchblutung, schnellen Nährstoffantransport. Alles muss hier rein diffundieren in die Bandscheibe. Mit zunehmendem Alter nimmt die Qualität der Bandscheibe ab, die Diffusionsmöglichkeit nimmt ab. Die Bandscheibe lebt von der Bewegung, also vom Zusammenpressen und Auseinanderziehen, dass eben insbesondere die Nährstoffe und die Makromoleküle in die Bandscheibe kommen. Jede gestörte Balance, aus welchem Grund auch immer, führt leider zu einer Degeneration. Kommen wir weiterhin, hat hier Kirkcaldy und Willis 1978 das Bewegungssegment schon als Three-Joint-Komplex beschrieben. Warum? Wir wissen, dass das Bewegungssegment zum einen aus der Bandscheibe besteht und konsekutiv aus den beiden Zygophysialgelenken oder Facettengelenken. Und wenn man das betrachtet, ist die Degeneration in einem dieser Bereiche automatisch verbunden mit den anderen Bereichen, was auch wichtig ist für die Diagnostik und die Therapie. Was ist eigentlich Schmerz und wo kommt der Schmerz her bei der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule? Es gibt hier verschiedene Hypothesen, was die Ursache ist. Einmal, wir kennen das alle, die mechanische Kompression wie beim Bandscheibenvorfall, vaskuläre Probleme, entzündliche Probleme, die chronische Entzündung. Der Patient sagt, ich habe eine Entzündung oder auch biomechanische Probleme. Die Literatur zeigt, dass es hier keine Korrelation gibt zwischen Ausmaß von Pathologie und Schmerz. Das heißt, auch kleine Veränderungen können große Schmerzen machen oder große Veränderungen können gar keine Schmerzen machen. Untersucht man 100 Patienten heutzutage, ältere Patienten, Kernspintomatosis, wird man bei einem Bandscheibenvorfall finden, wo jeder sagen wird, vom Bild her, oh, das muss operiert werden, der Patient hat möglicherweise keinen Schmerz. Zusammenfassend ist hier zu sagen, dass zum Schmerz eine mechanische Kompression nicht zwingend ursächlich ist.
Hier werden auch biomechanische Interpretationen der Nervenwurzel diskutiert, das heißt toxische Wirkung von zum Beispiel freiem Bandscheibenmaterial. Gehen wir ein bisschen mehr auf die biochemische Ebene, wir haben es gerade schon gesagt, wir haben eine Bandscheibenvorwölbung oder eine Bandscheibenvorfall letztendlich. Durch verschiedene Strukturen kommt es ja aus, zur Ausführung von Interleukinen, also von Entzündungsmediatoren, und diese Information führen zur Entzündung und letztendlich zum Schmerz. Weiterhin wissen wir in letzter Zeit, dass letztendlich der Schmerz im Cortex, also Plexus centralis, letztendlich wahrgenommen wird. Aber es gibt viele Verschaltungen auch auf spinaler und supraspinaler Ebene, bis der Schmerz uns eigentlich bewusst wird. Diese ganzen Punkte müssen wir natürlich beachten, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, was wir nur machen. Es gibt sicherlich Pathologien wie große Bandscheibenvorfälle, wo man direkt an Operationen denkt. Aber es gibt Patienten mit Schmerzen, die noch Verschleiß haben. Hier, was machen wir? Über den Algorithmus der Behandlung von Wirbelsäulenschmerzen sehen wir, dass es ein aufsteigender Kontakt ist von konservativ, interventioneller Schmerztherapie, was das ist, kommt das noch, und operative Verfahren. Insgesamt kann man mal sagen, dass mehr als 99% aller Pathologien nicht operiert werden müssen. Das heißt, unter 1% sind operative Verfahren anzusehen. Das heißt, der große Teil der Patienten fällt in die konservative und interventionelle Therapien. Konservative Therapiemaßnahmen in der Medizin, uns allen bekannt, regulative Maßnahmen, wie zum Beispiel Akupunktur, psychovegetative Maßnahmen, lokale Injektion, oberflächlich Neuraltherapie, Triggerpunktinjektion und die große Menge der Medikamente. Hier hat schon 1986 die Weltgesundheitsorganisation ein Stufenschema entwickelt, primär für Tumorpatienten, das mit ein paar Modifikationen heutzutage noch Gültigkeit hat und als Leitlinie der medikamentösen Schmerztherapie angewandt wird. Wir beginnen mit Nicht-Opioiden. Jeder kennt es, Voltaren, Ibuprofen, bekannte Medikamente. Häufig kombiniert, wenn es nicht ausreicht, auch mit Co-Medikationen und unterstützenden Maßnahmen. Kommt der Patient nicht damit zurecht, hat man die Möglichkeit, zu steigern auf schwache Opioide, Methylidin Tramal oder auch auf starke Opioide, also Morphine, die noch kombiniert werden können mit Nicht-Opioiden und den Co-Medikationen. Also haben wir hier schon medikamentös ein großes Bereich, wo wir den Patienten behandeln können. Weiterhin wissen wir, wir haben es schon verstanden, dass in der Schmerzanatomie letztendlich gerade supraspinal ein großer Bereich ist, wo Schmerz wahrgenommen wird. Und man weiß, dass man über Verhaltenstherapie bestimmte Schmerzmuster im Gehirn selber behandeln kann, was ein großer Punkt ist im Bereich der schmerztherapeutischen Behandlung. Und nicht zu vergessen, wie wir später noch hören, weil ganz wichtig für den Wirbelsäulenpatienten ist die Physiotherapie, die Aktivierung und die physikalische Therapie. Kommt das alles nicht zum Tragen, kommen wir zum Bereich der interventionellen Schmerztherapie. Was ist die interventionelle Schmerztherapie? Wir haben hier ein evidenzbasiertes Verfahren, wo wir vor Ort pathologische Strukturen im Bereich der Wirbelsäule behandeln können. Es ist eine Form der Diagnostik, das ist ganz wichtig, und Therapie. Das heißt, wir können neben dem therapeutischen Aspekt auch zum Beispiel Bereiche austesten, um letztendlich Schmerzgeneratoren zu erfahren. Es ist eine sehr invasive Behandlung, die mit hohem Anspruch und technisch anspruchsvoll durchgeführt wird. Vorwiegend wird diese Behandlung im OP durchgeführt, was viele Vorteile birgt. Das zahlen die sterilen Bedingungen, das heißt Infektionen sind selber. Wir haben eine Möglichkeit der kardiopulmonalen Überwachung über Operation und wir haben direkt die Interventionsoperation. Das heißt, wenn man möchte, könnte man direkt beim Feststellen, hier ist eine Pathologie, auch einen Schritt weiter gehen, wo wir später zukommen. Welche Bereiche können wir behandeln mit der interventionellen Schmerztherapie? Im Bereich der Wirbelsäule, was jetzt eigentlich das Thema heute ist, ist sicherlich die Bandscheibe als zentrales Organ zu sehen. Gerade der chronische Rückenschmerz oder der Rückenschmerz ist ein häufiges Problem. Wir haben Diagnostik, MRT, man sieht, die Bandscheibe ist schwarz. Ist die Bandscheibe überhaupt problematisch? Hier haben wir mit der Diskografie ein sehr wichtiges Instrument, wo man durch Installation von Kontrastmittel so einen Eindruck ausüben kann und letztendlich möglicherweise einen Schmerz produzieren kann, den der Patient wiedererkennt. Dieses ist untersucht für die Lendenwirbelsäule, auch für die Halswirbelsäule etwas kompliziert, aber für nur ein paar wichtige Strukturen her sind, als auch für die Brustwirbelsäule und wirklich ein validiertes Verfahren. Gucken wir wieder in die Literatur, sehen wir, die intradiskale Injektion zeigt Erfolg bei entzündlichen Veränderungen. Ozoninjektionen sind erfolgreich bei Patienten mit Rückenschmerzen, also gutes Verfahren. Allerdings 2009 eine Studie, wo die Patienten untersucht wurden und man festgestellt hat, wo möglicherweise führt diese Installation von Kontrastmitteln zur beschleunigten Degeneration der Bandscheibe, vielleicht auch zu Bandscheibenvorfällen. Dies im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Insgesamt haben die meisten Studien, natürlich viele Studien, manchmal vielleicht einen wissenschaftlichen Ansatz mit einem methodischen Fehler, möglicherweise. Allerdings muss man sagen, was mehr ist und bleibt eine kontroverse Diskussion.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, über den Sweet-John-Komplex. Das heißt, wenn wir die Bandscheibe betrachten, müssen wir natürlich auch die Facettengelenke und die ZHG-Gelenke. Es ist lange Zeit, ist das bekannt, dass es Facetteninfiltrationen gibt. Hier ist natürlich der diagnostische Aussagewert kontrovers, weil es verschiedene Verfahren gibt, viel Medikament, wenig Medikament und. Es bleibt und bleibt aber ein gutes Therapeutikum auch, weil es relativ risikoarm ist. Kommen wir zu mehr spinalkanalbedingten Beschwerden, wie zum Beispiel Radikulopathien. Jeder kennt die epidurale Injektion, die, weiß ich nicht, 24-Stunden-Spritze, wie es früher genannt worden ist, wo ich im Bereich des Spinalkanals, wo die Nerven sind, Medikamente applizieren will. Der Klassiker ist eben über den dorsalen, über das Interlaminärfenster den Zugang zu wählen. Und auch hier zeigt uns die Literatur gute Ergebnisse im Bereich der Lendenwirbelsäule, auch der Halswirbelsäule oder der Brustwirbelsäule. Ein weiterer Zugangsweg im Rahmen der interventionellen Schmerztherapie, gerade im ambulanten Bereich, ist auch die transsakrale, Injektion, weil ich gerade hier einen sehr guten Zugangsweg, der einfach zu finden ist, zur Wirbelsäule habe. Leider relativ unspezifisch, aber auch die Literatur zeigt hier, dass man gute Ergebnisse haben kann. Die Königsdisziplin der Injektion sozusagen ist die transuraminale Injektion, wo es der Unterschied im Gegensatz zum interlaminären Fenster wird, hier von seitlich durch das Foram. Das Neuroforam-Medikament wirklich an vorne an den Ort des Geschehens gebracht. Dieses Verfahren kann nur unter Bildwanderfestung durchgeführt werden im Rahmen der interventionellen Schmerztherapie. Aber auch hier zeigt sich in der Literatur, dass die Erfolgsaussichten in der Therapie am höchsten sind. Das gleiche gilt wieder auch für die Halswirbelsäule, ein bisschen gefährlicher und technisch schwieriger als auch für die Brustwirbelsäule. Haben wir jetzt Injektionsverfahren durchgeführt, erwähnt, dass auch Interventionsoptionen möglich sind, auch interdiskal. Hier ist zum Beispiel das EIDET, ein elektrothermisches Verfahren zu verwenden, oder die percutane Laserdiskusdekompression. Hier haben wir Verfahren, wo intradiskal letztendlich wie hier eine Sonde eingebracht wird, wo wir Wärme ausüben, was einen Shrinking-Effekt hat auf biomechanischer und auf biochemischer Ebene ein paar Punkte. In letzter Zeit mehr und mehr abgelöst von der Radiofrequenz, ein neues Verfahren, wo eben auch durch Hitze hier mal ein intraoperatives Setup letztendlich eine Volumenreduktion in der Bandscheibe zur Schmerztherapie durchgeführt wird. So sieht was dann eben mal unter dem Bildwander aus. Untersuchen wir auch hier die Literatur, sehen wir, dass in diesen ganzen Verfahren in der Wissenschaft diese Verfahren akzeptiert sind und auch effektiv sind. Wieder zum 3-Joint-Komplex zurückkommen, sehen wir auch hier, dass im Bereich der Zygomphysialgelenke, gerade hier der Ramus dorsalis, man sieht ja mal schön, wie hier die beiden angrenzenden Rami dorsalis das Gelenk innervieren, der dann eben angegangen werden kann, zum einen mit dem Laser oder genauso mit der Radiofrequenz, auch hier mal ein intraoperatives Setup. Auch die ZHG-Generation in der Literatur zeigt akzeptiert und effektive Ergebnisse. Mit der interventionellen Schmerztherapie haben wir somit ein Verfahren, wo wir sämtliche Wirbelsäulenabschnitte HWS, RWS, BWS behandeln können und intervenieren können. Allerdings muss man sagen, dass die Intervention und die interventionelle Schmerztherapie ein Teil im Konzept der Schmerztherapie im Haus ist. Wir hören gleich noch von den Kollegen, die krankengymnastisch waren. Es gibt natürlich weitere diagnostische, die spezifische Schmerztherapie-Medikamente, was wir erwähnt haben, eine lokale individuelle Behandlung und möglicherweise, wenn gar nichts hilft, vielleicht auch die Operation, dazu jedoch später mehr. Was machen wir bei Patienten, die chronische Schmerzen haben? Chronischer Schmerz ist definiert als ein Schmerz, der länger als 6 Monate andauert. Tja, ist das so, manche sagen 3 Monate. Letztendlich ist es definitiv so, dass die Ausführende, die auslösenden Noxe nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, der Schmerz hat sich separiert, es ist zur Schmerzkrankheit gekommen. Da gibt es verschiedene Strukturen, warum das so ist, im Bereich auf spinaler Ebene, mit Rückhemmung und so weiter. Verschiedene Phänomene, die diskutiert werden. Letztendlich hat der Schmerz seine Funktion als Leit- und Warnsignal verloren. Die multimodale Schmerztherapie, jeder schon mal gehört. Das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information gibt jährlich so einen Operationskatalog raus, einen WS-Katalog, da sind alle Verfahren drin, wie Hüftimplantation, ich weiß nicht, Magenresektion. Dafür gibt es auch schmerztherapeutische Verfahren und es gibt auch eine Ziffer 898 und folgende. Und hier gibt es einen Hinweis: Ich darf Patienten multimodal nur behandeln, die chronische Schmerzen haben. Also ein Patient unter 6 Monate ist mir eigentlich von der Krankenkasse versagt und halt. Diese Patienten müssen mindestens 3 von 5 Merkmalen aufweisen. Schmerzunterhaltende psychische Begleiterkrankung, gravierende somatische Begleiterkrankung, manifeste oder drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität und oder Arbeitsfähigkeit. Andere Voraussetzungen medizinischer Natur, Schmerztherapeuten, aktive Therapieverfahren und sind auch Voraussetzungen. Was ist der Grund? Letztendlich muss man sagen, dass hier ein ganz großer Bereich in der medizinischen Behandlung mit
Psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen, körperliche Aktivierung und Ergotherapie da ist. Weil der Gedanke dahinter steht, dass die somatische Ursache des Schmerzes nicht mehr da ist und hier mehr biopsychosoziale Faktoren behandelt werden. Weiteres Therapeutikum für die chronischen Schmerzzustände als Beispiel ist einmal hier eine Intervention, das Spinal Cord Stimulation System. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass bei der Chronifizierung von Schmerzen es möglicherweise im Bereich der spinalen Ebene Probleme gibt. Hier werden im Bereich des Hinterhorns Elektronen aufgebracht, früher mit niederfrequenten Strömen über Kribbelparästhesien, die beim Patienten ausgelöst wird, mit Schmerzarealen abgedeckt. Letztendlich ein System aktiviert, das ist nicht genau klar, aber es gibt so eine Geldkontrolltherapie, wo letztendlich die Schmerzweitleitung zum Gehirn gehemmt wird. Ein gutes Verfahren, aber sicherlich ein Verfahren der letzten Art. Kommen wir zu einer Perspektive für die Zukunft. Tissue Engineering, Gewebeersatz, also reparative Medizin letztendlich. Das ist ein Verfahren, das schon lange untersucht wird. Letztendlich geht es darum, ähnlich wie bei der Knorpelzellanzüchtung im Kniegelenk, Bandscheibenzellen anzuzüchten und in die Bandscheibe zu reimplantieren. Das heißt, die degenerierte Bandscheibe wieder aufzubauen letztendlich, dass es gar nicht zu Degenerationserkrankungen kommt. Versuche an Ratten waren schon erfolgreich für ein paar Monate. Für Menschen gibt es auch einen Typenversuchsreihe. Leider muss man sagen, ist das derzeit noch Zukunftsmusik, aber sicherlich gut nachzuvollziehen. Insgesamt muss man sagen, mit dem ganzen Ausblick, dass wir über alle Therapien, sei es konservativ und operativ, leider keine kausale Therapie haben. Aber ich hoffe, dass wir jetzt auch physiotherapeutisch noch ein paar Informationen kriegen, was wir gegen den Schmerz machen können. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Lienhardt, für den schönen Vortrag. Es ist wirklich interessant zu hören, was für Möglichkeiten noch man hat vor der Operation, und alle diese Möglichkeiten sind Behandlungen, die nach den ersten Schritten in der Praxis, in der Hausarztpraxis, in der Orthopädenpraxis, in ihrer Praxis überhaupt unternommen werden. Das heißt, der Patient ist noch lange nicht ein Patient in vielen Fällen oder in einem ganz, ganz hohen Prozentsatz der Fälle, ein Patient, der operiert werden muss. Es gibt viele Möglichkeiten. Das ist das, was wir heute hier besprechen sollen.